Die Vulnerabilität von bestimmten Studierendengruppen zeigt sich eigentlich schon zu Beginn des Hochschulstudiums, beziehungsweise eigentlich schon beim Übergang in das Hochschulstudium. Das heißt, die Zugehörigkeit zu bestimmten Studierendengruppen führt dazu, dass der Übergang unwahrscheinlicher wird. Das heißt, es gibt Studierendengruppen, die signifikant seltener an Hochschulen vertreten sind. Und die Vulnerabilität zieht sich dann aber durchs gesamte Studium. Das heißt, wir sehen hier, dass die Zugehörigkeit zu bestimmten Studierendengruppen dazu führt, dass man einen niedrigeren Studienerfolg hat, den wir häufig in quantitativen Befragungen etwa über Noten messen. Und dass schlussendlich, und das ist vielleicht das Entscheidende, es einen niedrigeren Studienerfolg mit sich bringt, wenn man einer bestimmten Studierendengruppe zugeordnet ist. Und das messen wir in der Regel über Studienabbruchquoten und über Absolventinnenquoten. Genau, und unabhängig von der Corona-Pandemie, über die wir auch noch sprechen, oder die Auswirkungen der Corona-Pandemie, zeigt die Studierendenforschung sehr deutlich, dass es vier Gruppen gibt, die im Fokus stehen. Das sind einmal Studierende aus einem nicht-akademischen Elternhaus. Das ist eine sehr große Gruppe. Das sind so knapp die Hälfte der Studierenden kommen heute aus einem nicht-akademischen Elternhaus. Das heißt, wo weder Vater noch Mutter über einen akademischen Abschluss verfügen. Eine zweite Gruppe, die ist auch relativ groß. Das sind so, je nach Studienlage 14-16% der Studierenden. Das sind beeinträchtigt Studierende, das heißt Studierende, die über eine chronische Krankheit oder eine chronische Erkrankung haben oder über eine physische oder psychische Beeinträchtigung verfügen. Und das ist wichtig, die zusätzlich angeben, dass diese Beeinträchtigung erschwerend sich auf ihr Studium auswirkt. Und eine dritte Gruppe sind internationale Studierende. Das sind Studierende, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht in Deutschland erworben haben, sondern in einem anderen Land. Das ist eine vergleichsweise kleine Gruppe von 6%. Und schließlich noch Studierende mit Kind. Eine recht intuitive Definition, das heißt Studierende, die mindestens ein Kind haben. Und auch die Gruppe ist ungefähr 4-6% machen die aus an der Gesamtstudierendenschaft. Genau. Und im Rahmen unserer Corona-spezifischen Sonderbefragung, über die wir noch sprechen werden, die haben wir ja zu einem recht frühen Zeitpunkt nach Ausbruch der Pandemie durchgeführt, im Sommersemester 2020, das heißt im ersten digitalen Semester. Da haben wir die Vulnerabilität über die Studienabbruchintention erfasst. Das heißt, ob die Studierenden angegeben haben, ob sie sehr stark oder wie stark sie aktuell über einen Studienabbruch nachdenken. Denn die richtigen Abbruchquoten ließen sich natürlich im ersten digitalen Semester noch nicht auf die Corona-Pandemie beziehen. Und ein weiterer Indikator für eine Vulnerabilität war die Zufriedenheit mit dem Studium. Das heißt, wir haben die Studierenden gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem Lernerfolg sind, aber auch mit ihrem Studium insgesamt. Und schließlich haben wir noch gefragt, inwiefern sie davon ausgehen, dass sich ihr Studium aufgrund der Corona-Pandemie verlängert. Und diese drei, vier Faktoren, über die wir die Vulnerabilität erfasst haben, die korrelieren auch tatsächlich sehr stark mit den vier Gruppen. Das heißt, wir sehen hier einen Zusammenhang zwischen den Abbruchintentionen, der Zufriedenheit mit dem Studium und der erwarteten Verlängerung des Studiums in den Gruppen der international Studierenden, der Studierenden aus einem nicht-akademischen Elternhaus, Studierenden mit Kind und beeinträchtigt Studierenden. Ja, also wir sehen sehr starke Überschneidungen zwischen den Studierenden aus einem nicht-akademischen Elternhaus und den internationalen Studierenden. Und zwar stehen hier finanzielle Schwierigkeiten im Fokus. Also das hat sich durch die Corona-Pandemie weiter verschärft.
In beiden Studierendengruppen erfolgt die Finanzierung des Studiums weit überwiegend über Erwerbstätigkeiten, über eigene Erwerbstätigkeiten, die dann im Rahmen oder nach Ausbruch der Corona-Pandemie ja weitgehend weggefallen sind. Und hier sehen wir, dass beide Gruppen über, ja tatsächlich, dass sich die Erwerbs- und Finanzsituation in diesen beiden Gruppen stark verschärft hat. Und bei den Studierenden mit Kind beispielsweise ist die Situation ganz anders gelagert. Also hier sind kaum finanzielle Schwierigkeiten feststellbar. Hier ist es eher eine Vereinbarkeitsproblematik. Das heißt, Studium und Kind und Kinderbetreuung eben unter einen Hut zu bekommen. Genau, und das hat sich ebenfalls während der Corona-Pandemie nochmal verschärft durch die ja, flächendeckende Schließung einfach von den Kinderbetreuungseinrichtungen, von den Schulen und gleichzeitig eben auch durch die die empfohlenen Kontaktbeschränkungen, vor allen Dingen zu älteren Personen. Dadurch sind eben auch die Großeltern als Pflege oder als Betreuungsinstanzen sozusagen weggefallen. Genau, und bei den beeinträchtigt Studierenden ist es so, dass eigentlich, da ist auch vielleicht eine Parallelität zu den Studierenden mit Kind, dass die ebenfalls auf so ein funktionierendes Netzwerk, soziales Netzwerk angewiesen sind für den erfolgreichen Studienabschluss oder für ein erfolgreiches Studium. Und das war auch schon vor der Corona-Pandemie so. Also genau, die benötigen auch einfach Unterstützung aus ihrem privaten Umfeld, um erfolgreich ein Studium absolvieren zu können. Und gleichzeitig haben Studierende mit Beeinträchtigung aber auch die Herausforderung, oder es ist eine größere Herausforderung, den Lernstoff und den Prüfungsstoff zu bewältigen. Das hat sich während der Corona-Pandemie auch noch mal weiter verschärft. Genau, also man kann eigentlich sagen, dass die Gruppe am stärksten beeinträchtigt ist, auch zusätzlich. Also da gibt es multiple Faktoren, die diese Gruppe vulnerabel werden lässt. Um die Partizipation aller Studierenden sicherzustellen, ist es notwendig, eben die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Und dazu gehört es, dass eben alle Studierenden die Möglichkeit haben, sich auf ihr Studium zu konzentrieren. Und wie gesagt, also bei Studierenden mit damit alle Studierenden eben partizipieren können in ausreichendem Maß, ist es notwendig, die Rahmenbedingungen entsprechend zu knüpfen. Und wie gesagt, also bei Studierenden aus einem nicht akademischen Elternhaus und bei internationalen Studierenden sind es eben vor allen Dingen finanzielle Schwierigkeiten, die da ein Hindernis darstellen und die diese Studierendengruppen auch daran hindern, sich voll auf ein Studium konzentrieren zu können. Und im Hinblick auf Studierendenvertretungen an den Hochschulen ist es vielleicht gut, einfach mal zu schauen, was für Angebote, haben wir ausreichend Angebote an unserer Hochschule, können wir vielleicht selbst Angebote konzipieren oder Beratungsangebote oder für Aufklärungsarbeit sorgen, was für Angebote es gibt. Also ist das ausreichend gegeben, dass Studierende auch darüber informiert sind. Bei den Studierenden mit Kind und bei Studierenden mit Beeinträchtigung ist ein wichtiges Instrument ein flexibles Curriculum. Also das haben wir aus der Corona-Pandemie vielleicht gelernt, dass eben diese asynchronen Lehrveranstaltungsformate diesen beiden Studierendengruppen entgegenkommen. Also das heißt, dass man nicht angewiesen ist auf so ein starres Zeitkorsett, sondern sozusagen das Studium in seine Tagesstruktur besser einpassen oder eingliedern kann. Genau, und auch da kann man natürlich als Studierendenvertretung mithelfen, dass das umgesetzt wird und dass auch auf diese Studierendengruppen, auf die Bedarfe geachtet wird. Also auf individueller Ebene, vielleicht auch in einzelnen Lehrveranstaltungsformaten oder in einzelnen Lehrveranstaltungen, ist es zunächst einmal wichtig, sensibel zu sein. Also ich glaube, das ist der erste Schritt, überhaupt zu wissen, es gibt unterschiedliche Rahmenbedingungen, unter denen Studierende ihr Studium meistern und genau diese Sensibilität dann vielleicht auch in die Lehrveranstaltung reintragen. Also das heißt wirklich im Sinne von so einer Bottom-up-Kommunikation einfach auch vielleicht Lehrende, die die Sensibilität vielleicht in dem Moment nicht aufweisen, einfach darauf hinweisen. Und ein dritter Punkt ist vielleicht auch wirklich in Kontakt zu bleiben oder Kontakt anzubieten. Also
Das haben wir jetzt im Rahmen der digitalen Lehre im Zuge der Covid-19-Pandemie gesehen. Direkte Interaktionsmöglichkeiten sind wichtig. Ich habe schon gesagt, für manche vulnerablen Studierendengruppen sind diese asynchronen Lehrformate zwar sehr leichter zugänglich und passen eher in die eigene Lebenssituation rein, aber deshalb darf die direkte Interaktion nicht abreißen. Und das lässt sich ja auch außerhalb von formalen Lehrsituationen einrichten, in Form von Arbeitsgruppen beispielsweise. Denn vor allen Dingen Studierende mit Beeinträchtigungen haben wirklich in der Corona-Pandemie ist deutlich schwieriger, den Lern- und Prüfungsanforderungen gerecht zu werden. Und hier kann jeder natürlich auch Hilfe anbieten. Also ich habe ja schon gesagt, genau während der Corona-Pandemie oder nach Ausbruch der Corona-Pandemie war es auch so, da zeigt sich auch, dass Studierende aus einem nicht akademischen Elternhaus, beeinträchtigt Studierende, international Studierende und Studierende mit Kind durchaus weiterhin vulnerabel sind und sich die Situation in allen vier Gruppen auch verschärft hat. Diskutiert wurde vor allen Dingen medial nach Ausbruch der Pandemie auch die StudienanfängerInnen als besonders vulnerable Gruppe. Also auch vor der Ausbruch der Pandemie war es mehr oder weniger eine vulnerable Gruppe, weil wir einfach viel höhere Abbruchquoten direkt nach Aufnahme des Studiums haben. Das heißt, im ersten und zweiten Semester sind die Studienabbruchquoten am höchsten. In unseren Daten, um mal die Pointe vorwegzunehmen, zeigt sich diese Vulnerabilität dieser Gruppe nicht. Also es zeigt sich vielmehr, dass StudienanfängerInnen im Sommersemester 2020 eher zu Hause wohnen geblieben sind. Das heißt, 50% der StudienanfängerInnen wohnten noch zu Hause gegenüber einem Viertel der sonstigen Studierenden und verfügten daher über eine bessere Wohnsituation für die digitale Lehre. Das heißt, sie haben signifikant häufiger angegeben, dass ihre Wohnsituation durchaus geeignet ist für viele Formen digitaler Lehre. Und zugleich haben sie auch signifikant noch mehr Kontakt zu Eltern und zu außeruniversitären Freundinnen gehabt, was sich positiv auf ihre Lebenszufriedenheit ausgewirkt hat. Man kann eigentlich sagen, dass es bei den StudienanfängerInnen, also zumindest nach unseren Daten, eher zu so einer verzögerten Hochschulsozialisation kam bei fortdauernder Einbindung ins gewohnte Netz zu Hause. Und das ist nach einem, zwei Semester erstmal unproblematisch. Das wird aber natürlich dann problematisch, wenn die Pandemie weiter anhält, weil es dann an der sozialen Integration an den Hochschulen mangelt und das wiederum sich dann negativ auf die Abbruchwahrscheinlichkeit auswirkt. Das heißt, kurzfristig scheinen die StudienanfängerInnen ganz gut versorgt zu sein, indem sie einfach zu Hause in ihrem gewohnten Umfeld geblieben sind. Mittel- und langfristig muss man schauen, ob man trotzdem die Hochschulsozialisation einleiten kann über digitale Medien. Und anders als medial angenommen, haben wir aber gesehen, dass gerade bei den Studienfortgeschrittenen eher eine Vulnerabilität sich zeigt. Und zwar macht sich diese Gruppe besondere Sorgen im Hinblick auf ihren Arbeitsmarkteinstieg. Das heißt, diese Gruppe geht eher davon aus, dass sie länger nach einer Anschlussbeschäftigung ans Studium suchen müssen, dass sie eher befristet beschäftigt sein werden, dass sie Einbuße im Gehalt hinnehmen müssen. Das heißt, hier sind deutlich größere Sorgen, die sich auch auf den Stress in dieser Gruppe auswirkt. Und zusätzlich gehen Studienfortgeschrittene auch eher davon aus, dass sich ihr Studium aufgrund der Corona-Pandemie verlängern wird. Ja, und dann vielleicht noch eine Gruppe, die qua Definition schon aus der Corona-Pandemie erwächst. Das ist Studierende, die der Covid-19-Risikogruppe angehören. Auch das haben wir erhoben. Da gibt es natürlich Überschneidungen mit den beeinträchtigt Studierenden. Und in dieser Gruppe konnten wir auch ein signifikant erhöhtes Stressniveau feststellen. Das heißt, die klagen signifikant häufiger über Stressempfinden. Und diese lässt sich in erster Linie auf die Angst vor Infektionen zurückführen. Genau. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den man bedenken muss, wenn der Ruf nach Präsenzlehre lauter wird. Also die Covid-Pandemie grassiert noch und es gibt eben Gruppen, die eine besondere Vulnerabilität aufgrund von einfach einem Ansteckungsrisiko aufweisen. Und da ist es vielleicht dann auch notwendig, weiterhin digitale Lehrformate einfach bereitzustellen.
Also auch wenn die Studierenden mit Kind und auch beeinträchtigt Studierende eine erhöhte Studienabbruchintention aufweisen, wir haben das verglichen mit Zahlen von 2016, das sollte ich vielleicht dazu sagen. Also wir haben da wirklich zwei Vergleichspunkte. Konnten wir sehen, dass diese asynchronen Lehrveranstaltungsformate und hier haben wir insbesondere flexibel abrufbare Lernvideos abgefragt, dass diese eben zu einem Senken der Studienabbruchintention beitragen. Und das ist vielleicht auch was, was man auf die Nach-Corona-Zeit übertragen kann. Also das heißt eben wieder die Flexibilität im Curriculum, die diesen Studierendengruppen entgegenkommt und dass man eben nicht so starr in einem bestimmten Stundenplan, auf einen bestimmten Stundenplan angewiesen ist, wenn das Kind krank ist oder wenn, weiß ich nicht, die Kita geschlossen ist, dass man eben sagt, dann kann ich mich abends in Ruhe eben auf das Studium konzentrieren und muss nicht aber zwanghaft um 10 Uhr in der Lehrveranstaltung sitzen. Also hinsichtlich der Unterstützungsangebote für vulnerable Studierendengruppen kann man schon sagen, dass finanzielle Unterstützungsangebote, die der Staat ja nun auch bereitgestellt hat, essentiell und zentral stehen. Das heißt, wir stellen fest, dass 40% der erwerbstätigen Studierenden hat sich die Erwerbstätigkeit verschlechtert. Das heißt, sie sind entweder entlassen worden, wurden unbezahlt freigestellt oder haben eine Arbeitszeitreduktion bekommen. Und gleichzeitig ist bei 22% der Studierenden es so, dass in der Elterngeneration sich die Erwerbstätigkeit verändert hat. Das heißt, dass die Eltern in Kurzarbeit getreten sind. Und das heißt, wir haben hier vor allen Dingen eine Belastung auf Seiten der Studierenden aus nicht-akademischen Elternhäusern und international Studierende, die eben sich selbst ihr Studium finanzieren, das dann womöglich weggebrochen ist, die Nebenjobs, und gleichzeitig eben auch die Eltern nicht in der Lage sind, ausreichend finanzielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen. Und im Hinblick darauf, dass eben diese Gruppe der Studierenden aus einem nicht-akademischen Elternhaus auch sehr groß ist, muss man schon sagen, finanzielle Hilfe ist erstmal gut und ist erstmal sehr zentral. Allerdings, wenn wir die Diversität der Studierendenschaft insgesamt einfangen wollen, sind halt noch zusätzliche Hilfsangebote notwendig und Unterstützungsangebote. Und hierzu zählt definitiv eben die Flexibilität im Curriculum, die ich jetzt schon öfter angesprochen habe. Also das betone ich auch gerne. Und wir haben einfach gelernt aus der Corona-Pandemie, dass es Kinderbetreuungsangebote geben muss. Also wenn wir die Studierenden mit Kind nicht verlieren wollen im Studium und wenn wir vielleicht auch attraktiver sein wollen als Hochschule für Studierende mit Kind, dann ist es durchaus notwendig, auch entsprechende Angebote bereitzustellen. Und im Hinblick auf die beeinträchtigt Studierenden wäre es zudem hilfreich, vielleicht speziell zugeschnittene Formate zur Unterstützung im Hinblick auf die Bewältigung von Prüfungs- und Lernanforderungen bereitzustellen. Und diese lassen sich ja auch gemeinsam mit dieser betroffenen Gruppe auch erarbeiten. Also das wären, glaube ich, nochmal so wesentliche Punkte. Also wir haben festgestellt, unabhängig von der Relevanz asynchroner Lehrformate für bestimmte Studierendengruppen, dass die synchronen Lehrformate, das heißt Formate, wo es zu direkten Interaktionen kommt, sowohl zwischen Studierenden und Lehrenden als auch Studierenden und Studierenden, dass die wirklich ganz entscheidend sind für den Studienerfolg, beziehungsweise in dem Fall für die Zufriedenheit mit dem Studium und sich negativ eben auf die Studienabbruchwahrscheinlichkeit auswirken oder Studienabbruchintention. Das heißt, je mehr, das ist ein Befund, den wir über alle Studierenden hinweg feststellen konnten, je höher der Anteil an solchen synchronen Lehrformaten mit direkten Interaktionsmöglichkeiten, desto niedriger ist die eigene Studienabbruchintention. Und da ist es einfach wichtig, dass man hier es hinbekommt, dass alle Studierenden eben auch an diesen Interaktionsmöglichkeiten partizipieren können. Also das wäre für mich ein wichtiger Faktor.
Das sind dann zum Teil eben auch die Ausstattungen, die digitalen Ausstattungen. Das betrifft, glaube ich, vor allem die beeinträchtigt Studierenden, die häusliche Situation. Also da hätte man vielleicht frühzeitig lernen können und vielleicht auch in den Hochschulen doch nochmal eigene Räume bereitstellen für Studierende, die zu Hause einfach nicht einfach nicht die Rahmenbedingungen haben, um an solchen Lehrveranstaltungen teilzunehmen, weil entweder die Kinder mitbetreut werden parallel im Haushalt oder weil einfach die technische Ausstattung nicht da ist. Da würde ich eigentlich das, was ich eben gesagt habe, nur noch mal wiederholen wollen. Also die Teilnehmen wäre für mich, dass einfach versucht wird, das Studium irgendwie zu wuppen, auch im digitalen Semester. Teilhabe ist allerdings auch eben direkt zu kommunizieren, sich zu beteiligen, irgendwie vielleicht auch mitgestalten zu können. Und da ist es einfach notwendig, dass man im direkten Austausch bleibt. Und das kann ja auch außerhalb von formalen Lehrveranstaltungen passieren, dass man sagt, man bildet so Peer-to-Peer-Netzwerke, bietet Unterstützung an oder tauscht sich zu vielleicht nicht ganz den Standardzeiten aus über Lehrinhalte. Und ich glaube, das wären schon wichtige Maßnahmen, um eben die Teilhabe von vulnerablen Studierenden auch zu unterstützen. Musik